Willkommen zurück. Im letzten Video ging es noch darum, was muss ich glauben, um in den Himmel zu kommen. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, könnt ihr auf den Link klicken oder in der Beschreibung habe ich auch noch einen Link. Und schaut euch das erstmal an und kommt dann wieder zurück zu diesem Video, weil das eine macht ohne den anderen keinen Sinn. Heute geht es darum, was müssen wir tun? Aber Corey, sagt Jesus nicht, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mir glaubt und dem, der mich gesandt hat, der wird ewiges Leben haben? Sagt Jesus nicht, wir müssen nur glauben und dann sind wir gerettet? Ja, das stimmt natürlich. Das ist, wie einige Christen glauben, dass nur dieses Glauben, guckt euch das andere Video an, dann versteht ihr Glauben und Glauben, reicht, um in den Himmel zu kommen. Jakobus 2,19 sagt, du glaubst an Gott? Super. Aber auch die Dämonen glauben an Gott. Und das heißt nicht, dass sie gerettet sind. Deshalb habe ich im letzten Video differenziert zwischen dem Glauben und dem echten Glauben. Der echte Glaube, der dich automatisch einfach verändert. Und das besprechen wir heute. Wenn ich meiner Frau sagen würde, ich liebe dich, aber dann um die Häuser ziehe, mein eigenes Ding tue, nie nach Hause komme, nur an mich denke, oder wenn ich sie nie küssen würde, umarmen würde, an der Hand halten würde, würdest du dann sagen, dass ich wirklich meine Frau liebe? Wenn ich meine Frau wirklich lieben würde, würde ich automatisch Dinge tun, weil ich ja möchte, dass es ihr gut geht. So ähnlich ist es bei Gott auch. Wenn du sagst, ja, ich glaube an Gott und ich habe Jesus angenommen, dass er für mich gestorben ist, und dann ignorierst du den dein ganzes Leben und hast nichts mit Gott oder Jesus zu tun. Hast du dann wirklich Jesus angenommen? Hast du dann Jesus in dein Leben aufgenommen? Ich glaube nämlich, anhand deines Handelns kann man sehen, ob du wirklich glaubst oder nicht. Johannes 3,3, da redet Jesus mit Nikodemus und da sagt Jesus zu ihm, ich versichere dir, wer nicht vom Neuen geboren ist, kann Gottes Reich nicht sehen und erleben. Wir müssen ein neuer Mensch werden. Auch Nikodemus fragt daher, wie können wir denn ein neuer Mensch werden? Um ein neuer Mensch zu werden, müssen wir bekennen und umkehren. Da ist gerade die Feuerwehr. Um ein neuer Mensch zu werden, müssen wir bekennen und umkehren. Um ein neuer Mensch zu werden, müssen wir bekennen und umkehren, was Buße heißt in der Bibel. Du musst erkennen, dass du gesündigt hast, dass du ein Sünder bist und dass du nur durch Jesus gerettet werden kannst. Umkehren heißt aber nicht nur das Erkennen, sondern versuchen, Richtung Jesus zu gehen. Du kehrst um von deinem Weg, also es geht nicht mehr um dich, es geht nicht mehr darum, dass deine Wünsche erfüllt werden, sondern du gehst Richtung Jesus und hast ein verändertes Leben. Matthäus 4,17, kehrt um zu Gott. Punkt 1 ist, man glaubt. Das ist Nummer 1. Schritt 2 ist es aber, bekennen und Buße tun, umkehren. Erstmal bekennen, dass du ein Sünder bist und dass du gesündigt hast und umkehren von diesen falschen Wegen. Es ist auch wieder ein komplexes Thema. Es geht nicht darum, dass du jetzt nie wieder sündigen wirst, aber dass du weg davon kommst, dass du auch gar nicht mehr sündigen möchtest. Ach, das ist so ein tiefes Thema. Meine Güte, ich wollte das eigentlich nur so ganz oberflächlich halten, aber manche Themen gehen einfach nicht oberflächlich. Es gibt zwei Arten von Christen. Okay, vielleicht gibt es mehrere Arten, aber jetzt gerade für dieses Beispiel gibt es zwei Arten. Es gibt einmal die sagen, Glaube ist alles und wir müssen nichts tun. Und dann gibt es die anderen, die sagen, wir müssen etwas tun. Wenn du glaubst, dann wirst du tun. In Epheser 2,9 heißt es, dass wir nicht durch Werke gerettet werden können. Oder im Nebensatz heißt es, auf dass sich nicht jemand rühme, was übersetzt heißt auf Deutsch, dass niemand stolz sein kann auf das, was er getan hat. Kommen wir zu dem Ehebeispiel. Wenn ich nur das tue, was sie mir sagt, was meine Frau mir sagt, aber dies nicht aus Liebe tue, sondern einfach nur, weil sie mir die Aufgabe gegeben hat, dann werde ich irgendwann die Motivation verlieren und es nicht mehr tun wollen. Und es auch nicht mehr tun, meistens. Wir versuchen aus eigener Kraft, oh ja, ich werde jetzt jeden Morgen aufwachen und die Bibel lesen. Und spätestens nach einer Woche habe ich keine Lust mehr und höre einfach auf. Und das ist meistens, weil ich versuche aus meiner eigenen Kraft jetzt etwas zu verändern. Es muss durch Jesus sein, dass sich etwas in dir verändert.
Wenn wir stumm versuchen, Gesetze zu halten, nicht lügen, nicht stehlen, den Nächsten lieben, Bibel lesen, beten und wie auch immer, wenn wir das stumm versuchen zu halten, dann werden wir früher oder später die Motivation dazu verlieren, weil wir das aus eigener Kraft versuchen. Galater 3,3 spricht davon, dass die Juden versucht haben, durch ihre Gesetze, durch das Halten ihrer Gesetze gerecht zu werden. Aber es heißt doch in Jakobus 2,10, dass wenn du alle Gebote hältst, aber nur eins nicht hältst, dann hat er gegen alle Gebote verstoßen. Deshalb, also wenn jemand sagt, nein, nein, aus Werken werden wir nicht gerecht, ja, das stimmt. Junge, wenn jemand also sagt, durch Tun werden wir nicht gerecht, dann stimmt das zwar. Aber wenn du nicht tust, bist du auch nicht gerettet. Und das ist vielleicht hart zu hören, aber es ist genau so wie in meiner Ehe. Wenn man anhand meinen Taten nicht sieht, dass ich meine Frau liebe, liebe ich meine Frau dann wirklich? Man kann erkennen, dass ich meine Frau liebe, wenn ich ihr einen Kuss gebe, wenn ich sie umarme, wenn ich bei ihr bin, wenn ich etwas Gutes für sie tue und das ist immer tue. Aber ich muss nichts tun, um sie zu lieben, sozusagen. Bei Jesus ist es so, wenn wir wirklich an Jesus glauben und an das, was er gesagt hat, dann werden wir nach und nach immer mehr tun. Im 1. Johannes 3,10 heißt es, man kann erkennen, wer ein Kind Gottes ist. Erkennen, sehen. Man kann nicht sehen, ob du glaubst. Man kann auch nicht sehen, ob du liebst. Aber man kann etwas erkennen. Und zwar anhand deiner Werke kann man erkennen, ob du glaubst. Okay, dieses Thema war wieder viel komplexer, als ich es eigentlich machen wollte. Ich wollte es eigentlich ganz simpel halten. Man muss glauben an Jesus und an Gott und dass er für uns gestorben ist. Und dann wollte ich machen, ja, aber man muss natürlich auch bekennen und Buße tun. Aber dann kam die Frage, ja, okay, was ist, wenn du dann stirbst? Ist dann Buße tun, also umkehren, wichtig, um gerettet zu werden? Und dann muss ich sagen, nein, natürlich nicht. Aber wenn du wirklich glaubst, dann wirst du umkehren. Und dein Leben wird sich verändern. Und deshalb musste ich jetzt gerade alles nochmal reinbringen. Beide Seiten der Christen, die sagen, nur der Glaube zählt. Ja, nur der Glaube zählt. Aber wenn du keine Werke tust, dann glaubst du nicht. Und die anderen sagen, durch Werke werden wir gerecht. Sage ich, nein, du kannst aus deiner eigenen Kraft gar nicht tun, was Gott von dir verlangt. Das kannst du nur, indem du glaubst. Weil dann erst gibt Jesus dir die Kraft dazu. So, ich hoffe, in diesem Satz habe ich das nochmal alles zusammengefasst, was ich jetzt in keine Ahnung wie vielen Minuten versucht habe, zusammen auf einen Punkt zu bringen. Ja, es ist ein bisschen komplexer, darum bei diesem Thema hätte ich lieber einen Podcast gemacht, weil dann kann ich einfach reden und reden und reden und reden und muss es nicht auf einen Punkt bringen. Meine Stimme ist jetzt schon weg, weil ich die ganze Zeit rede und off-camera immer versuche, mit mir zu diskutieren. Genau. Naja, ich hoffe, ihr habt was mitgenommen. Falls ihr noch Fragen habt, schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Ich werde die beantworten und falls ich irgendwas jetzt vergessen habe oder so, das kann ich auch im nächsten Video machen. Im nächsten Video geht es nämlich darum, warum müssen wir überhaupt gerettet werden? Wieso müssen wir umkehren? Ich bin doch ein guter Mensch, weißt du, warum muss ich umkehren? Ich habe noch nie jemanden getötet, ich habe noch nie jemanden beklaut oder wie auch immer. Warum muss ich umkehren, weißt du, bin ich ein Sünder? Und das alles kommt im nächsten Video. Ja, falls euch das Video gefallen hat, ihr könnt gerne liken, vergesst nicht zu abonnieren und diese Glocke zu aktivieren, weil dann verpasst ihr niemals ein Video von mir. Ich bedanke mich bei jedem, der zugeschaut hat und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Corey hier, ihr da. Alles klar.